ja hier an dieser Stelle, wie man sieht, geht's auch recht zügig voran. Auch dieses Gebäude steht teilweise auf Säulen. Vielleicht eine kleine Reminiszenz an das Gebäude, das ursprünglich hier gestanden hat. Und dann wende ich mal den Blick. Ja. Und dann sehen wir, wo wir uns befinden. Direkt gegenüber des Essener Rathauses. Und am Gildehof ziehen. Am Rathaussetter, pardon. Mal aussehen. Wenn es fertig ist. Von dieser Stelle aus ist gut die sich verändernde Skyline zu beobachten. Hier sehen wir das vor wenigen Monaten fertiggestellte neue Hotel direkt an der Unterführung. An der Hachestraße, Hindenburgstraße. Und hier sehen wir, wie das neue Hotel an der alten Post, an der Hauptpost entsteht und demnächst den Blick verändern wird. Und im Hintergrund sehen wir darüber hinaus, wie an der Post das alte Hochhaus zurückgebaut wird, das ja auch abgerissen werden wird. Jetzt werden wahrscheinlich erst die Entkernungsarbeiten stattfinden. Ja, schauen wir mal. Ich habe mich jetzt gerade richtig erschrocken, deswegen hat es so ein bisschen gezuckt. Das Hupen habe ich nie mit gerechnet. Ja. Und hier ein Blick auf den Standort. Dem ich mich befinde. Ja, und dann gucken wir wieder auf die Skyline. Blick auf den Niederfeldsee in Essen-Altendorf. Nicht unweit dieser Stelle hat meine Schwester Ute gewohnt, in der Woyenstraße. Damals sah es hier noch ganz anders aus. Und dann wende ich mal meinen Blick, kriegt man die gesamte Anlage zu Gesicht. Ich werde
Ja, und man sieht schon, welches Problem auf den Niederfeldsee zukommt. Die Enten sind gefüttert worden mit Brötchen. Und wie man sieht, wächst schon links und rechts im gesamten See, wächst der zu voller Algen. Das ist eine Frage der Zeit, bis der See umkippt. Kann man im Grunde genommen beobachten. Weil das wird ja nicht besser, das nimmt zu. Unter anderem auch wegen eben solcher Fütterungsaktion, die das Zeug verrottet hier da im Wasser. Ja, und jetzt gehen wir noch auf die ehemalige Kulttrinkhalle zu, die ein Denkmal gesetzt bekommen hat. Hier nämlich. Hier war die Trinkhalle Göken. Ja. Und jetzt erinnern eben verschiedene Schilder. An deren Existenz. Ja, so verändert sich alles. Schade nur um den See, der kippt bald um. Gestern bin ich hier vorbeigefahren und habe die Entwicklung des Gebäudes gesehen, dass er jetzt langsam so in die Höhe geht, wie wir sehen können. Und habe spontan gedacht, das will ich auch nicht verhehlen, wir tun die Anwohner leid, die jetzt links auf der linken Seite wohnen. Sind zwar nicht allzu viele, aber einige. Und früher gab es ja hier eben den Parkplatz der Deutschen Bundespost. Ich kann mich noch erinnern, da waren früher die gelben Postfahrzeuge geparkt, wurden da geparkt und später dann war das ein Parkplatz, auf dem sogar Bäume standen. Ich habe ja einen entsprechenden Film gedreht. Also mit anderen Worten, man hatte noch ein bisschen Grün vor der Haustür. Demnächst, wenn die Leute aus dem Fenster gucken, gucken sie direkt auf diesen Betonkloß. Ich weiß ja nicht, wie hoch er wird, aber ich vermute, der wird wahrscheinlich sogar die Häuser überragen, wenn nicht gleich hoch. Also, und dann wird er natürlich auch viel Licht nehmen. Also ich meine, ich kann die Bauherren verstehen, die wollen Geld verdienen. Und jede freie Fläche, gerade in der Innenstadt, ist natürlich ausgesprochen attraktiv. Aber für die restlichen Bewohner, sage ich jetzt mal, wird das Wohnen hier nicht mehr so schön. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ja, schauen wir mal.